Gastroenterologie, ein schwieriges Wort für eine Sache, die uns alle angeht. In der Asklepios-Klinik Pasewalk hat sich Dr. Joachim Stock auf Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber und der Bauchspeicheldrüse spezialisiert. Neben der medikamentösen Therapie steht vor allem die Früherkennung im Mittelpunkt. Die Spiegelung des Dickdarms ist im Rahmen einer wirkungsvollen Darmkrebsvorsorge mittlerweile nahezu unerlässlich. Da geht es um eine Endoskopie des Gastrointestinaltraktes, des Dickdarms, also eine flexible Spiegelung, bei der der ganze Dickdarm einmal gesehen werden soll, mit der Frage, ob dort Veränderungen zu erkennen sind, die potenziell zu einem Krebsleiden mal werden können. Wenn wir solche Veränderungen finden, das sind sogenannte Polypen, dann müssen die entfernt werden, um entsprechend diese Vorsorge durchführen zu können. Die endoskopische Untersuchung wird mit Hilfe eines beweglichen Schlauchs durchgeführt. Dieser ermöglicht es, dem behandelten Arzt den Dickdarm vollständig zu visualisieren. Inzwischen wird regelhaft, zumindest auch im Krankenhaus, bei den Bedingungen, die wir haben mit dem Personal, eine sogenannte Sedierung durchgeführt, also eine medikamentöse Schlafspritze verabreicht, bei der die Patienten nicht in der Narkose sind, dann müsste man sie ja künstlich beatmen, aber sie schlafen, sind weit abgeschirmt, dass sie die Untersuchung nicht mitbekommen. Die Sedierung ist für den Patienten weitestgehend gefahrlos, vorausgesetzt, dass der Patient nüchtern ist und keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme vorliegen. Die Angst resultiert sicherlich aus den Erfahrungen, die manche Patienten aus früherer Zeit gemacht haben, weil das ist eine unangenehme Untersuchung. Man geht halt in diesen Darm hinein, man muss Gas einblasen, um ihn zu erweitern. Das tut weh, ist wie ein starker Blähungsschmerz. Manchmal ist es auch nicht so einfach vorzukommen, um die Kurven sich zu quälen. Das kann extrem schmerzhaft sein. Insofern ist es eine unangenehme Untersuchung. Aber die Patienten schlafen komplett durch und können sich hinterher nicht erinnern. Also wir haben oft den Fall, dass die Patienten aufwachen und fragen, wann geht es eigentlich los? Also in der Tat ist es so, dass die meisten sich hinterher bedanken, weil sie sagen, so schön war es noch nie, dass sie wirklich nichts mitbekommen haben. Insofern kann man die Angst nehmen. Es ist, wenn das gut läuft, keine schmerzhafte Untersuchung. Es ist nicht unangenehm. Insofern ist das heute rational, dass man sagt, das sollte eigentlich jeder ab einem gewissen Alter die Vorsorge machen, weil es eben nicht schmerzhaft ist heutzutage. Neben den rein diagnostischen Methoden wie Computertomographie und MRT kann die Endoskopie mit einem wesentlichen Vorteil punkten. Die Spiegelung vereint also Diagnostik und Therapie, denn es geht um diese Polypen, das sind kleine gutartige Vorläuferstadien von Krebsleiden, können dann aktiv mittels verschiedener endoskopischer Techniken entfernt werden. Also wir entfernen all die Dinge, die mal bösartig werden, in einer Sitzung. Darüber werden die Patienten aufgeklärt, dass also nicht nur geguckt wird, sondern auch über die Komplikationsmöglichkeiten, die durch eine Therapie möglicherweise entstehen. Aber Diagnostik und Therapie in einem, das ist der große Vorteil. Darmkrebs ist bei Männern die zweithäufigste Krebserkrankung. Bei Frauen rangiert der Darmkrebs auf Platz 2 der bösartigen Tumorerkrankungen. Zwischen 30.000 und 60.000 Neuerkrankungen werden jährlich in Deutschland registriert. Das heißt, es gibt viele Menschen, die potenziell ein Risiko tragen, Darmkrebs erleiden zu können. Deswegen hatte man 2002, glaube ich, wirklich diese Früherkennungs- oder Vorsorgespiegelung in den Katalog der Krankenversicherung eingeführt, als Früherkennungsmaßnahme, Vorsorgeuntersuchung, die auch bezahlt wird. Das war damals etwas heroisch, weil man eigentlich keine guten Daten hatte. Bringt das überhaupt was? Das ist immer die Frage, es kostet natürlich den Kostenträger, bringt es auch was? Aber inzwischen nach 10 Jahren oder über 10 Jahren, wo das Programm läuft, wo Daten erhoben wurden, kann man sagen, dass die Rate an Neuerkrankungen deutlich gesunken ist, zwischen 14% und 20%, und auch die Sterblichkeit hat deutlich abgenommen. Heute sterben wesentlich weniger Menschen im Alter von 55 bis 75 Jahren an Dickdarmkrebs. So kann eine positive Bilanz gezogen werden. Seit der offiziellen Empfehlung, ab dem 55. Lebensjahr die endoskopische Vorsorgeuntersuchung wahrzunehmen, sind Neuerkrankungsrate und Sterblichkeit infolge von Dickdarmkrebs deutlich gesunken. Ein großer Erfolg für die moderne Vorsorgemedizin.